Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier direkt beim Das Brot und die Unmöglichen. Und ich muss euch sagen, ja, es ist einfach liebevoll. Ich habe es extra jetzt bisher noch nicht eingespielt. Ich habe kurz ein Video gesehen. Aber ja, ich habe es mir jetzt doch geholt und muss es jetzt unbedingt ausprobieren. Und ja, es hat so viele Kleinigkeiten, wo jetzt schon am Anfang direkt auffallen. Ich habe kurz in die Mitwirkenden reingeklickt. Und ja, da gibt es entsprechende Filmmusik oder Credits-Musik und die ist schon allein klasse. Also es ist sehr, sehr liebevoll gemacht, das Spiel. Und auch wenn ich hier über die Charaktere drüber fahre, dass halt eben jedes Mal das kitzelt. Ein kleiner Kommentar kommt und ja. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Lieber nicht. Och, Menno. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Ich will Stunts machen. Okay, warum erinnert mich das nur so an jemand Bestimmtes? Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in das Spiel. Oder sollen wir uns... Komm, wir hören uns noch an, was der Burnout zum Sagen hat. Ach, Mist. Glaub mir, lieber Spieler, es ist einfach zu schön, sich nicht drängen zu lassen. Ja, mache ich auch nicht. Keine Angst. Es ist immer noch nicht weniger trostlos. Aber das kann ja noch kommen. Hey, wir haben die Zeit hier. Das ist alles YouTube. Ach, Mist. Okay, es wiederholt sich wieder. Okay, dann starten wir direkt ins Spiel rein und ich bin schon sehr gespannt. Ja, startest du jetzt hier mal? So, Momentchen grad. Ich baue schnell. Okay, wenn sie sich da auch bewegen würden, wäre es natürlich cool, aber ist auch so schon witzig. Okay, starten wir ins Spiel, ich bin gespannt. Oh. Hä? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? A, keine B, Ahnung oder. Ich würde sagen C, oder. Tja, das oder ist der Kern unserer heutigen Gesellschaft. Bin ich dumm oder nur dämlich? Bin ich Social Web oder Point-and-Click-Adventure? Eloquent oder rede ich gerade absoluten Käse? Will ich wissen, was ich hier mache? Oder will ich einfach nur dieses wunderschöne, gleichmäßige und langweilige Weiß anstarren? Ja, trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Ja. Und du bist bewusstlos. Ich bin. Genau. Deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal. Wie soll ich... Hä? Was ist das? Das ist ein Bild von einem Schaf. Und ich glaube, es wird Chili sein. Aber ja, gerade dieses Weiß, das ist halt... Erinnert mich schon an diese Nachttrailer, wo da immer bei Kika liefen. Also die konnte man sich ja echt stundenlang anschauen. Aber, ja. Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Es heißt Chili. Richtig. Aber da war noch jemand in meinem Leben. Birge? Ach nee, ein Foto von einem Busch. Hm. Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Okay, das muss das Tutorial Aber sein. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch? Freundschaft? Ein Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Sinnvoll. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkleben. Ja, können wir ja machen hier. Wir nehmen... Na, also das ist ja noch einfach. Wir nehmen das in das Fotoalbum. Und wir nehmen das rein. Und jetzt können wir das Ganze mitmachen. Ich erinnere mich. Wir wohnen zusammen. Ja.
das Schaf. Macht gerne Stunts, was nicht heißt, dass es gut darin ist. Und der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit ihnen zusammenwohne. Oh, da sind sie ja. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Was ist das? Emotionaler Kitschi-Knampf? Okay, Kitschi-Knampf. Ich soll diesen emotionalen Kitschi-Knampf nehmen? Kommt gar nicht in Frage. Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Was? Mist. Bernd, zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler? Du, vor dem Monitor. Zieh doch mal das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Also ich persönlich mag ja Chili ein bisschen mehr. Also, ja. Oder wir nehmen Chili. Schaf, Busch. Ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen. Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Ist doch eine gute Idee. Mist. Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Sheep Majors, Nahkampf als Fassadenakrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chili das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Briegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Und los geht's. Schaf, pass auf! Die Laterne! Chili Power! Drei, zwei, eins! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra! Warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen. Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Ich such schon mal Verbrecher. Okay, wir dürfen ins Spiel einsteigen. Und ja, ihr habt schon die Stimmen gehört hier. Tommy Krabbeis und natürlich die ganzen anderen auch früher aus RTL Samstagnacht. Das ist schön einfach. Okay, wir haben hier einen Sockel, den können wir uns mal anschauen. Das ist ein Sockel für überteuerte Stadtparkkunst. Jetzt leben. Okay, hier oben ist unser Frage, guter Freund. Wie kommt ein Polizist in einen Baum? Antwort, keine Ahnung. Aber das hat bestimmt wieder was mit uns zu tun. Und er wird sehr sauer sein. Ja, er muss ja immer wegen uns leiden. Das ist ja schon normal. Okay, hier haben wir eine Elsterfeder. Eine Feder. Na, dann nehmen wir die. Eine Feder. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, Indianer zu spielen. Okay, was haben wir noch? Wir haben eine Antenne. Eine Antenne. Ja, nimm die Antenne. Antenne des Bernd-Mobils. Okay, da ist noch das Brot. Es fährt nicht mehr, ich will es nicht. Ein Brotmobil. Können wir mit Briegel was tun? Nur ein bisschen Lack und er ist wieder wie neu. Wenn man das auch von dir behaupten könnte, Busch. Dr. Bumblebee, wenn ich bitten darf.
der irre Busch. Ja, und da ist... Das ist ein verrücktes Schaf. Sie nennt sich meine Freundin. Hilfe? Okay, hier haben wir noch eine Lampe. Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkeln. Toll. Ja. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwas hiermit wieder kombinieren. Okay. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Okay, es ist... Hallo? Spieler? Das funktioniert so nicht. Okay, wir bekommen keine Tipps wohl offenbar. Aber ich... Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ja, ich weiß es ja nicht. Eine Antenne. Ah, und hier ist unser... Das ist das Leuchtdings vom verrückten Busch. Ich mag es nicht. Okay, Hallo? Spieler? Okay, ich weiß es ja nicht. Entschuldigung, alles okay. Ich leg's ja schon zurück. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Kaugummi können wir aufnehmen? Mist. Oh, Kaugummi. Schmeckt fad im Mund, klebt dafür gut am Schuh. Mist. Okay, den Kaugummi können wir jetzt sicherlich... Eine Antenne mit klebrigem Ende. Ah, und wir können die Elster... Durch Kombination entstandenes albernes Werkzeug. Ich nenne dich Kitzelstab. Okay, und mit dem Kitzelstab können wir sicherlich auf den Polizisten gehen, oder? Das ist albern. Könnte aber funktionieren. Kille, kille, kille. Oh, aua. Bravo! Chili-Schaf! Wie sie fast die gesamte Wucht mit ihrem Kopf abgefangen haben. Respekt. Könnte mir jemand das Band aus dem Mund nehmen? Aber das sieht gar nicht aus wie in der Serie. Danke. Bitte. Dann können wir ja jetzt gehen. Nicht bevor wir das Verbrechen gelöst haben. Herr Wachtmeister, was ist hier passiert? Eigentlich ist das ein Polizeigeheimnis. Es kann an dem Sturz auf dem Kopf liegen, aber ich erzähl's mal. Auf diesem Sockel da unten stand bis gestern noch die Statue des erkälteten und skatspielenden Jacks, ein Geschenk unserer Partnerstadt Ulan-Graboink in der äußeren Langolei. Das, wo morgen der große Staatsbesuch des langolischen Präsidenten Cindis Göhm ins Haus steht. Ein Punkt auf dem diplomatischen Protokoll ist die feierliche Bewerfung des erkälteten und skatspielenden Jacks mit Kamilleteebeuteln. Und wenn die Statue bis morgen Mittag nicht wieder da ist, fürchtet unser Bürgermeister um die internationalen Beziehungen und den Jack-Joghurt-Handel. Wie kann so eine schwere Statue einfach so unbemerkt aus dem Stadtpark verschwinden? Okay, wir haben das Verbrechen. Ich muss Zeugen suchen. Dabei bin ich so müde. Gute Nacht. Dandy, du suchst die Zeugen, ich laufe durch den Park und mach Jack-Grunzlaute, um es anzulocken. Das Jack ist aus Bronze. Gutes Zeugen suchen, Bernd. Ich suche Außerirdische. Warum sucht er jetzt? Okay, ja, sie haben alle. Hier haben wir noch einen Ast. Ein Ast war vorher an dem Baum. Und daran war ein Polizist. Jetzt nicht mehr. Mist. Okay, was ist mit unserem... Das Gesetz schläft nie. Herr Budimcic, jetzt schon. Okay, ich glaube, hier haben wir nichts mehr, was wir irgendwie mitnehmen können, entsprechend. Okay, dann gehen wir den beiden auch mal hinterher. So, und wo soll ich hier einen Zeugen finden? Komm, Jack, Jack, Jack! Komm, Jack, 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 komm! Okay, wir haben hier noch ein Pantomim. Ist es eine Statue oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches gesehen. Mit dem Reden werden wir sicher nicht können. Hallo, Herr Stadtpark-Pantomime. Ein Verbrechen oder sowas Ähnliches wurde begangen. Haben Sie etwas gesehen? Oh, der will Kohle. Er will Kleingeld, bevor er was sagt. Ich hasse Kleinkünstler.
Okay, ich denke, das war's für die erste Folge. Dann schauen wir morgen, dass wir dem armen hier Pantomimen auch ein bisschen Kohle geben können. Hier, der will einfach nur Kohle. Und helfen der guten Chili hierbei. Komm, jack, 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 komm. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier bei Bernd das Brot. Okay, bis dann. Ciao, ciao.